Und ich kann noch eine Sache erzählen. Wir haben gestern... Jo Leute, bei der Aufnahme hat sich mein Aufnahmeprogramm verabschiedet, beziehungsweise ist in den Trial-Modus gegangen. Deswegen wurde oben so eine Werbung eingeblendet, die habe ich jetzt ausgeblendet mit so einem schwarzen Balken. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ich weiß nicht, wieso das Programm das gemacht hat. Ich hoffe, es passiert nie wieder. Muss eigentlich ein Bug gewesen sein. Ich sehe dazu keinen Grund. Deswegen, ich hoffe, das stört euch nicht. Also ich bitte da einfach drüber wegzusehen. Ah, hier war ich doch schon. Ja, hier war ich doch schon. Boah, Alter, habe ich gerade Angst bekommen. Das ist schon ein bisschen länger her, dass wir das gespielt haben. Was war denn hier so? Ah, Passwort haben wir nicht. Deswegen weiß ich schon leider... Na komm. War ich hier nicht? Hier war ich auf jeden Fall schon. Ja, ich pack ihn mal weg. Deswegen weiß ich... Hallo, was soll das denn? Deswegen, muss ich mal gucken. Steht nochmal, was wir machen. Ziel, finde Vater Martin im Waltungsblock. Ja, komm. Dann müssen wir also da durch, das weiß ich noch. Wir müssen da durch. Komm, Opa, hau ab. Oh, Junge, was ist denn los mit dir? Wir waren letztes Mal im Garten, genau, wir waren schon außerhalb. Aber wieso müssen wir zu dem Kollegen Martin? Wieso kann man nicht einfach abhauen? Wir waren doch schon im Garten. So, jetzt haut der ab. Jetzt werden wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo ihr da hin abhaut, ob ich dann vorbeilaufen kann oder nicht. Oh. Oh, das könnte knapp werden. Nee, das war... Ja, hä? Hey. Der wartet da. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Was ist das denn für ein Quatsch? Komm. Geh mal weg jetzt hier. Ich noch länger warten. Ich kann mal einfach durchlaufen, gucken, was da vorne ist. Ich warte aber erstmal. Vielleicht schaut er komplett ab. Hier ducken wir uns. In der Zeit kann ich ja erzählen, ich habe gerade One Piece, eine neue Folge geguckt. Alter Falter, One Piece. Ey, da hinten ist jemand gerade langgelaufen, habt ihr das gesehen? One Piece, Alter, ich sag's euch, die neue Folge, mega geil. Ich habe die mega gefeiert. Und ich freue mich noch mehr auf die nächste Folge. Warte, der muss doch jetzt hier in dem Zimmer sein, oder? Okay, ich hab grad verkackt. Der kam zu schnell, ich hab verkackt. Aber jetzt bin ich. Ich geh gleich durch. Alter, will der mich verarschen? Der macht das so absichtlich. Du kommst hier eh nicht hin, jetzt komm, geh mal nach Hause. Immer dieselbe Musik. Und ich kann noch eine Sache erzählen. Wir haben gestern mit dem Grantelbart, mit dem Toru ist der Beste, und mit dem Kevin.de haben wir ein bisschen, wie heißt das Spiel, muss ich mal kurz nachgucken, Arma 3 Breaking Point, das ist so, ja, DayZ für Arma 3 aufgenommen, ist sogar ganz cool, also hat mir persönlich, oder hat uns allen, sehr viel Spaß gemacht. Hätte ich gar nicht gedacht. Ah, jetzt. Muss ich überlegen. Der versteckt sich da hinten. Kann ich mich hier irgendwo verstecken? Nein. Was war denn jetzt hier? Da war nix. Da guckt er nur so. Ah, da hätte ich vorbeigehen können zum Beispiel. Batterie ist voll. Ja, dann... Alles Jule. Das könnte ein Fehler sein.
Das könnte ein verdammter Fehler sein, was ich gerade mache. Oh, ich hätte unter den Tisch gehen sollen. Ich hätte unter den Tisch gehen sollen, ich Idiot. Ich kann nur hören. Ich glaube, der ist im selben Zimmer. Oder gegenüber. Ich muss jetzt auf mein Gehör mich verlassen. Ist jetzt da, der ist vorbeigegangen. Der ist vorbeigegangen. Kann man hier hoch? Hier mal ein Klo. Aber wo muss ich denn hier lang? Nee, warte mal. Ich eh weiß, dass der jetzt kommt. Wo muss ich denn da lang? Ich kann hier doch nirgendwo lang. Ich würde nach da oben schätzen. Hier ist zu. Hier ist das Klo. Auf dem Klo kann ich ja schlecht was machen. Finde Vater Martin im Verwaltungsblock. Ich überlege gerade, was habe ich für Möglichkeiten? Den langen Gang. Das könnte jetzt erschreckend werden, wenn er die Tür aufmacht. Ja, macht er aber nicht. Dann kann er wieder gehen. Okay, der haut wieder ab. Wo muss ich hin? Lass mich überlegen. Hört sich an. Als ob der abgezischt ist. Es hört sich auch so an, als ob der einen Schlüssel hat. Muss ich dem einen Schlüssel abnehmen? Könnte das sein? Hier war ich nicht. Natürlich. Immer. Boah, das war mies. Das war mies. Das war richtig mies von denen jetzt. Das war ein bisschen mies gehalten. Seid mal ehrlich. Oh, wer ist denn da? YOLO. Der sieht nicht mehr gesund aus. Wir gucken erstmal den hier an. Um was wetten wir, dass der noch lebt, ja? Ich geh mal zurück. Jo, lebst du noch? Ja, da waren wir doch. Ach, jetzt weiß ich, wo wir hin müssen. Moment. Ich möchte aber trotzdem da vorne gucken. Also ich hatte schon die richtige Idee, weil ich ja hier hochgehen wollte. Hier war nur zu. Ja, okay, das war gut. Meine Idee war gut. Wir gucken trotzdem hier, weil 100% hier ist noch eine Batterie. Ich habe das Spiel durchschaut. Oder das Teil stürzt ein, um mich zu erschrecken. Eins von beiden. Okay, das ist Notizheft. Die sammeln wir ja eh nicht, oder? Ah, komm, scheiß drauf. Sammeln wir auch ein paar Notizhefte zwischendurch ein. So, was ich euch aber noch erzählen könnte in der Zeit. Normalerweise gehe ich bei Outlast so,
Da gehe ich davon aus, dass ich die ganze Zeit nur Angst habe. Aber hier hast du zwei... Weil langsam kennt man die Gänge. Man weiß langsam, wie die Gegner funktionieren. Da ist es nicht mehr so gruselig. Ja. Ich kann ja ein bisschen über DayZ. Wir hatten erstmal Anfangsprobleme. Was für die Bibliothek? Da waren wir doch schon mal. Ja, das ist nicht die Bibliothek, aber eine ähnliche. Hier kommen wir nicht weiter. Das Gefühl, hier bewegt sich alles. Wir müssen wahrscheinlich da lang, weil es hier nicht weitergeht. Kommt mir aber ziemlich copy-paste vor. Ich war hier schon mal. So, den Schlüssel. Wo ist denn das Kino? Wo ist denn das Kino? Auf dieser Etage? Ich dachte, ich wäre durch, ne? Ich dachte eigentlich langsam, ich wäre durch, weil ich ja schon draußen war, ne? Und weißt du, was mir dann gesagt wurde in den Kommentaren? Ich habe erstmal die Hälfte, alter Falter. Wisst ihr, wie meine Reaktion war so? Bitte nicht! War meine Reaktion. Ist das schon das Kino? Das gefällt mir gar nicht. Exit, jawohl, da muss ich doch hin. Mama, ich muss raus. Na, ich dachte ernsthaft, ich habe schon das Spiel so gut wie durchgespielt, weil ich halt im Garten war. Da gehe ich natürlich davon aus, dass ich schon mehr oder weniger das Spiel hinter mir habe. Ah, jetzt möchte ich. Oh Gott. Hallo. Sneak doch mal an die Wand. Hallo. Oh, das ist mega dumm, ne? Das ist das mit der Steuerung. Ich verstehe das nicht, wie das funktionieren soll. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Jetzt hat zum Beispiel eher weniger geklappt. Ich weiß auch nicht, wo ich hingehen muss. Deswegen gehe ich einfach mal hier lang. Oh, nicht so schlau. Ich hätte drauf springen können. Hier ist Exit. Ja, natürlich. Natürlich ist die Tür verschlossen. Hier kann man sich verstecken. Okay, ich habe 4 Schränke, glaube ich, zur Auswahl gehabt. Oder 3. Wie hoch war die Chance, dass ich den falschen nehme? Er hat aufgehört zu spielen, aber... Er kommt nicht, ne? Ach, okay, kein Wunder, die Tür ist auch verschlossen. Okay, aber leben doch mehr Leute hier, als ich dachte. Okay, da haben wir so einen, da haben wir so einen. Der sieht tot aus. Der schläft nur. Der schläft auch nur. Da vorne müssen wir hin.
Ich warte jetzt wissen, bis das Licht leer geht, weil ich wollte nicht so eine halbleere Lampe ersetzen. Die Frage ist, wenn wir hier runtergehen, kommen wir dann auch noch wieder zurück. Spiel hat sich auf jeden Fall gespeichert. Das bedeutet, jetzt wird irgendwas passieren. Oh nein, wer von denen wird ausrasten? Die Frage. Oh, es gibt natürlich nur einen Gang. Okay, dann komm. Doch, wir gehen hier hin. Dann gucken wir uns den Film mal an. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland. Ist ja wie Kino XTO. Wir filmen einfach den Film nach. Laden wir nachher hoch auf YouTube. Jetzt kommt jetzt ein mega langer Film. Oder sollte ich weitergehen? Na ja, komm, geh mal weiter. Jo, Menos. Yo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt eins der letzten DayZ Parts und unten den letzten Outlast Part. Haut rein!